Gold kaufen für Einsteiger. Sie sind Neuling in dem Markt, Sie sind vielleicht zufällig auf unseren YouTube-Kanal gestoßen oder Sie interessieren sich schon lange, aber Sie wissen nicht so richtig, wie man an das Thema ran soll. Dann bleiben Sie dran, ich verrate Ihnen die wichtigsten Tipps, damit Sie keinen Fehler bei Ihrem ersten Goldkauf machen. Schön, dass Sie dran geblieben sind, meine Damen und Herren. Es ist nicht wirklich kompliziert für diejenigen, die schon lange im Markt sind. Die werden das bestätigen. Man muss beim Edelmetallkauf ein paar Dinge beachten und man sollte speziell auch beim Kauf von Silber ein paar Dinge beachten. Deswegen gilt das Video jetzt nicht nur für Gold, sondern es gilt grundsätzlich für Gold und Silber als die Hauptinvestment-Edelmetalle. Wenn Sie vor der Entscheidung stehen und sagen, ich habe eine gewisse Summe, nehmen wir mal 5.000 Euro oder 10.000 Euro, die im Raum stehen, die Sie in Edelmetalle investieren möchten, selbst wenn die Summe kleiner ist, können Sie das natürlich jetzt für sich runterbrechen, dann müssen Sie auf ein paar Dinge achten. Und zwar die erste, und das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste, die Wahl des vertrauenswürdigen Edelmetallhändlers. Ja, ob Sie das bei Ihrer Bank tun, weil die Bank das Vertrauen genießt, oder bei uns, weil wir Ihr Vertrauen genießen, ja? Oder ob Sie das bei einem Händler tun, der um die Ecke ist, den Sie anfassen können, das überlasse ich Ihnen. Ich möchte Ihnen damit nur ans Herz legen, dass Sie es bei einem Händler tun, den Sie geprüft haben, bei dem Sie wissen, den gibt es. Ja? Der hält seine Nase in die Kamera oder der tut irgendwas, um das Vertrauen der Kunden auch zu gewinnen und macht es langfristig. Ich habe immer wieder Kunden, die empört bei uns anrufen und sagen, Herr Kettner, ich war bei Google, habe Gold kaufen eingegeben und die erste Anzeige, Gold kaufen, 400 Euro günstiger, die hat mich überzeugt. Und dann war ich da bei dem Online-Shop und habe dort dann auf Kaufen geklickt und habe sogar 400 Euro Neukundenrabatt bekommen, habe meine 5.000 Euro überwiesen, aber die Ware ist noch nicht da. Wie können Sie mir helfen? Gar nicht mehr. Ihnen ist nicht zu helfen. Sie haben nämlich den größten Anfängerfehler gemacht, den Sie machen können. Sie haben den Händler nicht geprüft. Sie haben vielleicht ins Impressum geschaut. Aber Sie haben nicht geschaut, wie lange gibt es den Händler. Was sagen Kundenmeinungen im Internet über diesen Händler? Ja? Wo finde ich den Händler? Hat er eine lokale Anlaufstelle? Gibt es Mitarbeiter? Habe ich dreimal angerufen und jedes Mal ist jemand dran, der mich freundlich beraten hat. Wenn Sie das machen können, haben Sie schon mal das erste Wichtige getan. Sie haben einen vertrauenswürdigen Händler, wo Sie Ware bekommen. Der zweite Schritt, den richtigen Preis im Edelmetallkauf zu finden, ist auch eine Abwägungssache. Ja, für den einen ist der Preis, der eine Differenz von 2-3 Euro hat, ausschlaggebend beim billigsten Händler um die Ecke zu kaufen, einfach deswegen, weil der Krügerrand dort 2 Euro weniger kostet. Für den nächsten muss das Gesamtpaket stimmen. Der möchte in einem schönen Ambiente noch einen Kaffee zu trinken, wenn er seine 10 Goldmünzen abholt und die Frau dabei ist und während der schönen Cabrio-Tour noch mal ein bisschen Gold gekauft wird. Verstehen Sie, was ich meine? Das Preisliche ist das zweite Argument, aber wichtig, dass Sie einen vertrauenswürdigen Händler finden. Und wie finde ich den richtigen Preis? Raus. Ganz einfach, wir haben transparente Produkte, indem Sie den Preis eintippen bei Google und schauen, welche Händler bieten das an. Und dann müssen Sie natürlich wieder zu Schritt 1 zurückgehen und entsprechend schauen, ob der Händler dann auch seriös ist. Der dritte Schritt, einer der wichtigsten Schritte, den dann viele Kunden missachten, ist, man denkt immer, ich möchte möglichst viel für die Summe kaufen, die ich zur Verfügung habe und kaufe dann aufgrund dessen von seinen 10.000 Euro als Beispiel in 250 Gramm Goldbarren und stellt irgendwann mal nach einem Jahr oder nach 2 Jahren fest, Mensch, jetzt habe ich einen schönen Goldbarren, aber mit diesem Goldbarren kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Wenn ich ihn mal verkaufen will, muss ich ihn im Ganzen verkaufen. Wenn ich ihn tauschen will, muss ich ein Stück absägen. Funktioniert auch nicht so wirklich. Also suchen Sie sich die richtige Größe, die richtige Stückelung. Für einen Einsteiger empfehle ich immer erstmal mit kleinen Stücken anzufangen, damit man eine gewisse Tauschgröße hat. Sie können natürlich auch mit größeren Stücken anfangen, wenn Sie planen, regelmäßig derartige Summen zu investieren. Nur wenn es um ein Einmalinvestment geht, tun Sie sich den Gefallen, lassen Sie sich auch von dem Edelmetallhändler beraten, wo wir auch schon beim vierten Punkt sind. Meines Erachtens oder unseres Erachtens ist ein seriöser Edelmetallhändler einer, der sich die Zeit nimmt, auch mal eine halbe Stunde Zeit nimmt, mich so umfänglich zu beraten, während Sie vielleicht am Computer sitzen und Sie durch den Online-Shop führt und Ihnen die entsprechenden Produkte zeigt, die Produkte, die am besten zu Ihrer Vorliebe passen. Das heißt, Sie sollten sagen, bin ich jemand, der im Krisenschutz investieren möchte? Bin ich jemand, der eine Sammlermünze möchte? Bin ich jemand, der daran interessiert ist, in Produkte zu investieren, die aufgrund der Seltenheit eine bessere Wertsteigerungsmöglichkeit haben? Und dann werden Sie unsere Berater oder auch gerne ich oder mein Vater dahin führen. Ein weiterer Punkt, der fünfte Punkt in dem Fall, ist der wichtige Punkt, dass Sie die Edelmetalle, die Sie dann gekauft haben, nicht vor lauter Neugier aus der Verpackung nehmen und anfingern und anfassen. Da kann man nämlich auch viel Geld kaputt machen. Und zwar, wenn Sie eine Münze, die entsprechend vielleicht eine besondere Prägetechnik hat, eine polierte Platte oder auch eine besondere oder eine normale Stempelglanzmünze nehmen und die anfingern und im Konterfei der Queen vielleicht der Fingerabdruck von Ihnen zu sehen ist, dann ist das was, was den Wert der Münze mindert. Das heißt, Sie machen mit einem Handgriff vielleicht 2-3% kaputt. Also achten Sie auch darauf, dass Ihnen hier Ihr Händler auch einen entsprechenden Tipp mitgeben kann.
Und wenn der Händler Ihnen dann auch noch den passenden Tipp geben kann, wie Sie Ihre Edelmetalle zu lagern haben, wie Sie es vielleicht schaffen, versicherungstechnisch das Ganze so abzusichern, dass Sie sogar zu Hause im eigenen Tresor lagern können, ohne das in einem Fremdschließfach einlagern zu müssen, dann sind Sie meiner Meinung nach auf der sicheren Seite. Dann kann man nichts mehr falsch machen. Die Verteilung, wie viel Gold und wie viel Silber, das sind Fragen, die man in der Beratung herausarbeiten kann. Das hängt nämlich davon ab, wie risikobewusst Sie sind oder wie sicherheitsorientiert Sie sind. Ich hoffe, das Video hat Ihnen einen kleinen Einblick gegeben, einen kleinen Impuls gegeben, auch jetzt Gold zu kaufen. Denn die Menschen, die diese Krankheit der Aufschieberitis besitzen und es seit 5 Jahren vor sich herschieben und erst dann zurückschauen und sagen, hätte ich bloß gekauft, wenn die Deutsche Bank schon hinter mir brennt, ja, dann ist es zu spät. Ja, von daher, lassen Sie uns ein Abonnement da, drücken Sie uns bitte hier einen Daumen hoch. Ich würde mich über Kommentare, Ihre Meinungen freuen. Was für Anfängerfehler haben Sie gemacht? Teilen Sie doch Ihr Wissen mit der Community. Nur so sind wir stark und so werden wir auch immer besser. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.